Im Namen der Promicron GmbH grüße ich Sie aus unserem Tech-Center hier in Kaufbeuren in Süddeutschland. In unserer Videoreihe zu den Einsatzmöglichkeiten unserer Spike-Technologie möchte ich Ihnen nun ein besonderes Feature kurz vorstellen. Die Prozessüberwachung ist in der Industrie ein bekanntes Thema. Werkzeugbruch, Verschleiß und Spindelcrash sind Funktionen, die sich bereits in der Serie extrem etabliert haben. Die Überwachungssysteme greifen den Spindelstrom der Maschine ab und überwachen die Prozesslast bei Prozessen mit hohen Kräften. Bei Überlast oder kleiner Last wird automatisch reagiert. Es gibt aber auch sporadische Fehler, die zu schlechter Oberfläche oder schlechten Form- und Lagetoleranzen führen. Zum Beispiel ein Schneidenbruch oder wenn der Bohrer verläuft. Rattermarken treten auch sporadisch auf. Mit unserer Spike-Technologie bringen wir neben dem vorhandenen Spindelstrom, also dem Drehmoment, neue zusätzliche Messgrößen ein und heben dadurch die Prozessüberwachung auf ein ganz neues Niveau. Wir messen nämlich die auf das Werkzeug wirkenden Biegekräfte mit Hilfe eines sensorischen Werkzeughalters oder der integrierten sensorischen Spindelnase. Anhand der Biegemomente und der patentierten Spike-Polar-Funktion lassen sich die Kräfte jetzt je einzelner Schneide live im Prozess visualisieren. Die angesprochenen Fehler, Schneidenausbrüche, Rattern, Bohrerverlaufen oder ein Bohrerversatz lassen sich jetzt also auch automatisiert und während des Prozesses erfassen. Entdecken Sie die Möglichkeiten von Spike in einem Testtag und rüsten Sie die 100% Prozessüberwachung für qualitätskritische Prozesse gemeinsam mit uns nach.